Am Mittwoch scheint in der Südhälfte häufig die Sonne, nur am Alpenrand halten sich noch zähe Wolken. Diese bekommen am Nachmittag aber auch immer größere Lücken. Von Köln bis Berlin und weiter nördlich ist der Himmel hingegen wolkenverhangen. Hier und da kann es auch etwas regnen. Die Höchstwerte reichen von 1 Grad in den Mittelgebirgen bis zu 6 Grad am Niederrhein. Am Donnerstag überquert uns eine Wetterfront. Dabei fällt anfangs verbreitet Schnee, der im Flachland später in Regen übergeht. Besonders im Osten und in den Mittelgebirgen muss mit Klette gerechnet werden. Am längsten trocken bleibt es südlich der Donau. Dort kommen die Flocken erst gegen Abend an. Mit Spitzenwerten zwischen 1 Grad in Thüringen und bis zu 7 Grad im Emsland ist es weiterhin recht kühl. An den Folgetagen wird es Stück für Stück milder. Am Sonntag sind dann sogar verbreitet zweistellige Höchstwerte drin. Bei einem Wechsel aus Sonne, Wolken und nur vereinzelten Schauern wird es sogar recht freundlich. Die Nächte bleiben dabei meist frostig.